Deine Mutter liebt dich nicht. Oh mein Gott, wie kann er nur? Schieb dir Salat in dein Arschloch. Ich hab nichts gegen Veganer oder sowas. Leute, ich hab ein Problem. Ein fettes Problem. Nur, dass es hier nicht meine fette Katze ist, sondern ich. Okay, wie ihr schon am Anfang des Videos sehen konntet, esse ich ab und zu mal was. Das ist ja eigentlich auch was relativ Normales. Aber bei mir gerät der ganze Scheiß langsam komplett außer Kontrolle. Mal ernsthaft, ich meine Timothy und ich, manchmal auch das Ben. Streamer, by the way. Wir gehen einfach um 19 Uhr bei 5 fucking Grad, wenn es scheiße dunkel ist, zum Rewe und holen uns dann da was zum Fressen. Wenn wir den Scheiß dann haben, dann gehen wir meistens zu irgendeinem so abgefuckten Spielplatz und fressen dann irgendwelche Fake-Snackinis mit Chips und fucking Jalapenos und spülen den ganzen Scheiß dann mit Paulaner Spezi runter. Leute, was zum Fick? Wenn ihr das übrigens mal sehen wollt, dann klickt jetzt rechts oben auf die Infokarte, da ist ein Video von Timothy verlinkt, wo ihr das mal ein bisschen besser sehen könnt. Aber das Schlimmste ist ja, ich hab mir das angewöhnt. Das bedeutet, immer wenn ich beim Rewe bin, kaufe ich mir fucking Snackinis und fucking Chips und fress das dann immer. Ich meine, wo komme ich da hin? In einem Jahr wiege ich dann irgendwie eine fucking Tonne. Leute, ich will noch nicht sterben, okay? Ich will noch nicht an einem Herzinfarkt sterben. Okay, gut, nachdem wir das jetzt hinter uns haben, würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem richtigen Teil des Videos an. Und zwar, oh fuck. Ah, Jonathan, ja. Ja, das werde ich Ihnen ausrichten, mein Bester. Das weißt du doch. Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Wisst ihr noch beim letzten Stream von Timothy, wo ich Jonathan beauftragt habe, rauszufinden, ob Real Levi ein Zahndämon ist? Ja, er ist fertig. Ist Real Levi wirklich ein Zahndämon? Oder versuchen unsere Praktikanten, ihn nur einen Bär aufzubinden? Das sehen Sie jetzt in diesem Beweisvideo. Dann will ich jetzt nochmal kurz diese kleine Unterbrechung nutzen, um nochmal Danke zu sagen, einfach für den Support unter dem letzten Video. Also ich habe mir da wirklich extrem viel Mühe gegeben und ich glaube, das hat man auch gesehen. Also da jetzt wirklich nochmal Danke an euch alle. Ich wusste doch, dass die Trainingsstunden bei Sensei Penis etwas bringen. Okay, dann würde ich aber jetzt mal sagen, kommen wir wirklich zum zweiten Teil des Videos. Und zwar, ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie scheiße YouTube eigentlich ist? Ich meine, noch vor kurzem wurden Accounts einfach dafür gelöscht, wenn man während den verfickten Livestreams auf YouTube einfach ein paar Emojis geschickt hat. Und von den ganzen falschen Copyright-Claims und Strikes muss ich ja gar nicht mal erst anfangen, oder? Aber nein, das ist ja auch nicht genug. Man wird jetzt auch noch dafür bestraft, wenn man zu kinderfreundliche Videos macht. Das hängt ja alles irgendwie damit zusammen, dass YouTube bzw. Google Daten von Kindern gesammelt hat und die dann eben erstmal eine fette Summe Geld zahlen mussten. Also ja, YouTube ist fucking weird. Aber was wäre, wenn YouTube perfekt ist? Kommt Leute, ich nehme euch mit zu meinem perfekten YouTube. Mash it! Ja, herzlich willkommen zur Endcard. Ich denke, ich werde sowas mal öfter machen, weil man am Ende noch ein bisschen was reden kann oder so. Auf jeden Fall, danke, dass wir die 69 Subs geknackt haben. Und ich dachte mir, weil ich nicht der Beste im Special machen bin, ich könnte doch einfach mal, weil 69 schon so mimisch, einfach ein Video, was ich vor Ewigkeiten auf meiner Festplatte gefunden habe, was ich da vor Ewigkeiten gemacht habe, einfach mal hochladen. Weil, naja, es ist ziemlich cringy und auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr da oben mal kurz abstimmen und sonst, wir sehen uns.